Holy fuck, Alter! Ich kann den Reifen mit der Hand eindrücken. Was? Das ist niemals normal. WTF, Digga, der ist ja komplett platt. Hä? Alter, scheiße. Ah, geil. Da ist der Aral. Perfekt. Können wir da mal kurz den Punkt checken, den Reifendruck. Weil er geht nicht fit, Leute. Absolut nicht. Perfekt, da ist also eigentlich die Maschine. Und dahinter ist die Polizei. Der Superwash, nice. Geil. Okay, so. Ich check überhaupt nicht. Ich habe letzte Woche den Reifendruck erst neu gemacht. Also auf 1,5, glaube ich. 1,5 Bar. Holy fuck, Alter. Ich kann den Reifen mit der Hand eindrücken. Was? Das ist niemals normal. WTF, Digga. Der ist ja komplett platt. Hä? Alter, scheiße. Und hinten? Hinten geht noch. Mal gucken wir mal. Morgen! So, was haben wir? Ah, volle Nullbar. Super. Ich wollte mal nach dem Kupplungshebel gucken. Der Kupplungshebel? Ja. Ist saugeil. Der ist gut. Wo kriegt man noch so einen Teil? Ja, zieh mal ruhig die Kupplung. Ja. Ach. Wie nix. Das ist besser als Butter. Ich habe eine Spielerei vor. Und zwar? Schaumbremse. Die HP4 mit allem drum und dran. Alter! Achso, hier geht gar nichts. Soll ich dir eben helfen? Das wäre nett. Wenn ja klar, ich mach eben hier ab, Emma. Wie viel Bar willst du denn haben? Geht auch nicht. Der arbeitet auch nicht. Okay, aber Luft wegnimmt er. Ja, mega korrekter Dude auf jeden Fall. Fährt eine S1000RR HP4, Alter, alles dran, Carbonteile, alles dran und will sich jetzt eine Left-Hand-Brake machen noch und hat sich hier meine Hydraulik-Dings abgecheckt, Kupplung und lol, geiler Typ, hat mich eingeladen mal zur Werkstatt, ein bisschen chillen und so, witzig auf jeden Fall. Ja, das Aufpumpen vom Reifen hat leider nicht funktioniert, ich habe, wie ihr gesehen habt, einen brutal leeren Reifen, also da ist null Luft drin anscheinend. Und wir werden jetzt mal gucken, dass ich irgendwie an Luft komme. Aber erstmal verabschieden wir uns von Peter ordentlich einmal. So, Peter, mach's gut, wir sehen uns, ne? Bis dann! Jetzt. Ich glaube, der Reifen ist jetzt noch leerer, weil ich diesen Pin vom Kompressor stecken gelassen habe und die ganze Zeit mit dem Peter gequatscht habe. Und jetzt ist der unnormal leer, Alter. Scheiße. Vorhin den Reifen auch mal gecheckt. Da ist kein Nagel drin, nix. Halt ganz normal so ein paar Einschlüsse, aber jetzt nichts, wo man sich denkt, ja, der Reifen ist durch und hat ein Loch. Also der sieht schon noch gut aus. Nur irgendwie Reifendruck 0, also nada. Gleich die nächste Tanke erreicht und hoffentlich haben die da ein bisschen Luft für mich, damit ich hier mal meinen Reifen aufpumpen kann, weil das geht unnormal nicht fit, Alter. Das ist echt wack. Bitte, Alter, bitte, bitte funktioniere. Bitte. Dann machen wir zwei Bar, gucken wir, ob man was hört. Vielleicht hört man ja, dass Luft irgendwo entweicht. Und los. Baller, Bruder. Was haben wir denn drauf? Na, ja, wir haben 0,00 drauf. Das ist schon mal nice. 0,2. Gut, geht schon mal vorwärts. Zieh durch. Bratan, zieh durch. Gib mir den Air Pressure. Ah, nice. Den Reifen kann ich jetzt erstmal nicht durchdrücken. Sehen, Alter. Da habe ich ein bisschen Schiss jetzt, dass der gleich wieder leer ist, weil das macht keinen Sinn, dass
Der Reifen, den ich letzte Woche auf 2 Bar gemacht habe, weil der war ja auf 1,9, ne? Und dann habe ich ja gleichzeitig im Prinzip hier auch hochgezogen, dass der halt echt null Druck hat. Das check ich nicht. Oh, ein Traum, Alter, wie sie sich einfach direkt instant so viel geiler lenken lässt. Junge, Reifendruck macht so viel aus, Leute. Damn. Da hat er gut geguckt, der Typ. Boah, die fährt sich jetzt ganz anders. Erstmal umgewöhnen, Alter. Damn, viel besser. Was ist los, Alter? Junge. Jetzt fährt sich das wenigstens wie ein richtiges Motorrad. Alter. Fuck. Die lässt sich hier richtig in die Kurve schmeißen. WTF, ist das ungewohnt. Oh mein Gott, Alter. Die will jetzt richtig Kurven fahren. Hä? Was ist los? Oh mein Gott. Scheiße, Digga. Das fühlt sich gerade richtig komisch an, mit der zu fahren, Alter. Ich muss noch ein bisschen weiter. Ich muss noch ein bisschen länger fahren, glaube ich. Alter. Hä? Was ist los? Also ich habe mir sagen lassen, irgendwann mal von jemandem, man fährt bei einer Sumo so zwischen 1 Bar und 1,5. Und das fand ich richtig weird, weil ich mein Leben lang schon immer zwischen 2 und 2,5 Bar gefahren bin. Bei meinen anderen Motorrädern, das waren aber halt so Sporttourer, Sportler oder Nakeds, da bin ich vorne mal 2,2 gefahren und hinten 2,5. Und damit konnte ich Kurven, war dann so easy. Und mit der SMC, weil ich mir dachte, ja, ist eine Sumo kommen und du hast ja von einem Kollegen sagen lassen, ja, auf 1 Bar läuft sich gut, halt für Wheelies und so, ne? Da läuft die, also da sehe ich das schon ein, dass sie auf Wheelies auf 1 Bar natürlich stabiler fährt, weil man natürlich mehr Fläche hat auf der Straße, dadurch, dass der Reifen natürlich platter ist und dadurch der Wheelie an sich stabiler wird. Aber für Schräglage ist das ja der absolute Müll, weil ich hatte immer das Gefühl, ich rutsche in der Kurve weg mit so wenig Druck auf dem Reifen. Und jetzt schmeißt die sich in die Kurven, Alter. Also jetzt nur bei diesen kleinen Geschwindigkeiten schon. Schmeißt die sich so rein und fährt sich so stabil, das ist echt schön. WTF, Junge. Also, gerade ein bisschen geflasht des Lebens. Also ich muss anscheinend schon gut den Reifendruck anpassen für Kurvenfahrt und für Wheelies, weil die fährt sich gerade so verdammt anders. Also das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht jetzt, ohne Scheiß. Junge, und diese Erkenntnis kommt jetzt, nachdem ich so viel gefahren bin. Ich meine, ich wusste damals schon, wie viel Druck man fährt, aber dann habe ich halt einreden lassen, dass das halt nicht so ist auf Sumo. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also mit mehr Druck auf dem Reifen fährt sie sich in Kurven, denke ich, deutlich besser. Das muss ich natürlich jetzt noch ausgiebig testen. Normalerweise muss ich immer hart gegensteuern. Ja, und dann ist natürlich die Frage noch, ob der Druck auch bleibt, der Luftdruck. Feeling würde ich mal sagen, fährt sich definitiv besser als wenig Luftdruck drauf zu haben. Wheelies fährt sich eigentlich genauso, würde ich mal sagen. Also ich bin jetzt kein Experte, was Wheelies angeht, ne Leute. Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sagen, als Wheelie-Kacknoob, dass sie sich ähnlich fährt. Aber ich meine, hinten hatte ich ja auch jetzt schon 1,9 Bar drauf, deswegen bin ich sie jetzt schon gewohnt gewesen. Ja, also, keine Ahnung. Ich würde, glaube ich, nicht empfehlen, auf 1 Bar Reifen zu fahren, weil ohne Scheiß, die fährt sich jetzt so viel stabiler. Wenn ihr ein paar Tipps habt, wie ich den Wheelie verbessern kann, bitte unten in die Kommentare. Und vor allem auch Schalten im Wheelie wäre mal sehr interessant für mich, weil da bin ich auch noch sehr vorsichtig mit. Ich schalte zwar, aber ich gehe natürlich instant runter, weil ich auch instant vom Gas gebe. Ich habe keinen Bock, beim Schalten durch zu viel Gas dann im Wheelie hinten rum zu fliegen. Das ist natürlich
nicht Ziel. Einfach. Bisschen geht zwar, aber ja, ich bin auch wie gesagt nicht auf dem Kipppunkt oder so. Leute, an der Stelle würde ich sagen, beende ich mal diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele blöde Kommentare zu meinem Luftdruckthema hier mit den Reifen und so. Es tut mir leid, wenn es da ein bisschen zu Missverständnissen kommen könnte. Aber ich hoffe, ich habe alles soweit zu meiner Situation gut erklärt. Und wie gesagt, fahrt immer mit ausreichend Luft in euren Reifen. Damit seid ihr auf jeden Fall sicherer unterwegs. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr das Video liken würdet, teilen würdet, den Kanal abonnieren würdet, falls ihr noch kein Abonnement habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich mache ja ganz viele verschiedene Sachen und halt alles, worauf ich Bock habe. Ich habe auch viele Videos, die euch erklären, wie man in Premiere Pro zum Beispiel Videos bearbeitet. Wenn ihr darauf Bock habt, checkt das einfach mal ab, alles auf meinem Channel. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog, wenn ihr auf meinen Motovlogs immer dabei seid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels, euer Mangoboy. Ciao!